Herzlich willkommen zu Haiger unterwegs. Ich stehe hier zwischen Haiger und Allendorf unterhalb des Fußballstadions. In den letzten Wochen war ich viel unterwegs in und um Haiger. Ziemlich viele meiner freien Minuten habe ich genutzt, um hier die Gegend zu entdecken, in der ich jetzt lebe und unterwegs bin. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und schon ein paar Mal bin ich an dieser Stelle hier vorbeigekommen und ich finde diese Stelle einfach schön. Hier habe ich eine wunderbare Aussicht. Dort vorne sehe ich Haiger. Hier unten sehe ich dann auch schon Allendorf. Und dort vorne sehe ich die Autobahn. Ich höre sie auch, die zahlreichen Autos, die an mir hier vorbeifahren. Wahrscheinlich beachten die meisten uns gar nicht, sondern fahren einfach vorbei auf ihrem Weg zum Ziel. Für manch andere ist diese Autobahn vielleicht ein anstrengender Weg weg, immer zur Arbeit oder zu anderen Verpflichtungen. Und für wieder andere ist diese Autobahn hoffentlich auch die Chance, unterwegs zu sein und trotzdem immer wieder zurückzukommen an den Ort der Heimat, an den Ort, wo sie sich wohlfühlen. Wie oft sind wir unterwegs in unserem Leben? Auf ganz bekannten und oft auch auf unbekannten Wegen. Manchmal, da kommen wir ganz leicht ins Ziel und manchmal, da verlaufen wir uns. Im ganz wortwörtlichen und auch im übertragenen Sinne. Wo immer wir aber hingehen, ist Gott bei uns. Für uns Christen ist Gott der entscheidende Grund, der uns Halt gibt und der uns trägt. Gott ist bei uns, wenn wir aufbrechen zu bekannten und unbekannten Wegen. Gott gibt uns Kraft, wenn uns den Mut verlässt. Und Gott, er führt uns ans Ziel, selbst dann, wenn wir das Ziel vor unseren Augen noch gar nicht sehen können. In der Bibel ist diese Zusage so überliefert. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Mit diesem Zuspruch gehe ich nun weiter. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in der kommenden Woche Gottes Begleitung spüren, dass Sie Flügel kriegen, wenn nötig, oder die nötige Kraft, an Ihr Ziel zu laufen, wo immer Sie auch unterwegs sind. Ein ganz besonderer Gruß geht dabei heute an die Konfis in unseren Gemeinden, die in diesen Tagen ihre Konfirmation feierten oder auch noch feiern. Mögen sie Gottes Begleitung nicht nur am Tag ihrer Konfirmation, sondern ihr ganzes Leben erfahren. Bleiben Sie alle gestärkt und behütet und munter unterwegs auf Ihren Wegen.